Also, es existieren keine Umwege und ein Beispiel dafür ist von mir, dass zum Beispiel mein Ego jetzt sagt, also erstmal ist das Konzept von Ego oft falsch verstanden, daran ist nichts Schlechtes, sondern es ist einfach halt, was einen selber ausmacht. Aber es kann einen, ja, gewisse Dinge hindern, dass mit diesem Video vielleicht auch klar wird. Mein Ego sagt jetzt zum Beispiel, Techniken sind blöd, zumindest halt für mich. Für meine Person, also für mein Ego sozusagen. Ich halte nichts von Techniken, ich mag keine Techniken, für mich sind das Umwege. Und da als Beispiel, das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich mal krank werden wollte als Kind, um nicht in die Schule gehen zu müssen und dann eine Minute später direkt eine Erkältung hatte. Oder dass mich jahrelang nächtlich, also jede Nacht Albträume geplagt hatten und ich deswegen luzide geträumt habe, einfach weil ich mir gesagt habe, ich will das jetzt fertig. Und so Techniken anzuwenden, um halt dahin zu kommen, das fand ich halt irgendwie lahm, langweilig, unnötig, sinnlos, so Umwege. Aber im Prinzip sind es halt keine Umwege. Das hatte ich auch im letzten Video schon erklärt, da es kein wirkliches Ziel gibt. Das meint man halt vielleicht nur. Und andere Leute, die halt dann Techniken anwenden, um halt gewisse Dinge zu erreichen, die wollen das dann halt erleben, auch diese Techniken anzuwenden, weil es ihnen halt Spaß macht. Vielleicht sind sie es sich gar nicht bewusst, aber halt unterbewusst macht ihnen das Spaß, diese Techniken anzuwenden, diese Dinge zu erfahren. Und darum geht es halt letztendlich auch. Es geht halt nie um die Ziele an sich, quasi, obwohl es darum auch geht, weil sonst würde man sich ja nie entwickeln, sondern immer auf der gleichen Stelle bleiben. Aber es geht halt darum, wie man das halt erreichen möchte. Und deswegen gibt es keine Umwege, weil es halt darum geht, daran Spaß zu haben. Ja, Spaß zu haben, das kommt sofort und das ist halt da, das ist halt das Ziel und da braucht man halt gar keinen Weg, um dahin zu kommen und weil es dann keinen Weg gibt, um dahin zu kommen, gibt es dann auch keine Umwege. Aber für mein Ego wiederum ist es halt genau richtig, diese Einstellung, das sind für mich Umwege und das ist für mich Zeitverschwendung und so weiter und da sollte man sich dann auch nicht kaputt machen, dass man jetzt irgendwie falsch sei und auch wenn die meisten anderen, sage ich mal, einen anderen Weg gehen, einen relativ ähnlichen oder gleichen Weg gehen. Da ist nichts falsch dran, wenn die das alle möchten und auch gleich geschaltet sein möchten, das ist auch nichts Falsches. Außer es führt dazu, dass das ihnen schadet irgendwie. Aber generell meine ich, kann man das nicht im Allgemeinen so sagen. Und für einen selber ist es halt aber auch nicht falsch, dann den eigenen Weg des Egos halt zu gehen, der halt sagt, für mich sind das Umwege, für mich ist das falsch, weil das ist ja der Sinn des Egos, dass man halt hier Dinge erlebt und dass man halt diese eigenen Erfahrungen machen möchte und erlebt. Nur wenn man das Ego halt, also wenn man mal die Perspektive wechselt von der Ego-Perspektive auf eine allgemeine Perspektive, dann sind beides halt Erfahrungen. Das eine ist dann halt die Erfahrung, dass das halt alles sofort oder relativ schnell geht und ohne in Anführungszeichen Aufwand, was ja für die anderen aus Sicht der anderen kein Aufwand ist, weil denen das halt einfach nur Spaß macht. Deswegen ist das, wenn man die eigene Ego-Perspektive weglässt, sind das halt gleichwertige Erfahrungen, aber das Ego ist halt trotzdem wichtig, um die eigene Erfahrung zu machen, weil sonst ist die eigene Existenz im Prinzip negiert und man kann sich ins Grab legen. So gesehen, ja. Ciao.